Der EHC Red Bull München hat seine Siegesserie weiter ausgebaut. Durch den 7. Erfolg in der DEL hintereinander führen die Icecracks die Tabelle sicher an. Mit 5 Toren und einer herausragenden Torhüterleistung von Matthias Niederberger ließen die Roten Bullen den Iserlohn Roosters keine Chance. Es war ein ziemlich gutes Auswärtsspiel von uns, denke ich. Iserlohn stand sehr hoch und hat irgendwie so ein bisschen abgewartet, dass wir die Fehler machen in der neutralen Zone. Das kann passieren, wenn man nicht gleich trifft und dann ungeduldig wird. Das haben wir aber gut gemanagt und haben dann kühlen Kopf bewahrt. Und als die Tore dann gefallen sind, wurde es auch einfacher für uns. Der Spitzenreiter aus München hat jetzt schon 8 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten. Mit dem dominanten Auftritt im Spiel gegen Iserlohn haben die Red Bulls wieder ein klares Zeichen gesetzt, dass in dieser Saison kein Weg an ihnen vorbeiführt. Unser Problem ist, dass wir haben sehr gute Talent in unserer Mannschaft, aber wir haben mindestens die letzten 3 Spiele nicht genug Commitment. Wir machen die kleinen Sachen nicht, wir nehmen Strafen, wir sollen nicht nehmen, wir spielen defensiv nicht gut. Und dann natürlich kommt so ein Ergebnis zustande. Morgen bestreitet der EHC Red Bull München schon das nächste Spiel in der Liga. Dann geht es zu den Nürnberg Ice Tigers. Und natürlich wollen die Münchner ihre Siegesserie weiter ausbauen.